Herzlich willkommen und hallo liebe Zuschauer zu Blickfang, das Bodenseemagazin. Ich begrüße Sie, wie Sie sehen, direkt aus einem Strandkorb heraus. Wo gibt es denn so viel nordisches Flair mitten im Süden Deutschlands bei uns in der Region? Das möchte ich Ihnen im ersten Bericht unserer Sendung gerne verraten. So viel sei schon mal gesagt. Leckere Sommercocktails wie diesen und Blick hinüber nach Österreich ist dabei. Strandkörbe in Süddeutschland. Wo gibt es denn so etwas bei uns am Bodensee? Im Restaurant Via Mala in Lindau. Fährt man auf die Insel, ist es gleich links beim Casino von Lindau. Seit 2008 betreibt Can Demirel das Restaurant. Für die besondere Lage mit Traumblick zu den Bergen in Österreich und in der Schweiz wollte er auch passende Entspannungsmöglichkeiten schaffen. Mit diesen Strandkörben haben Sie ja richtig nordisches Flair hier nach Süddeutschland gebracht. War das Ihre Idee, als Sie das Restaurant übernommen haben? Ja, das ist richtig. Das war meine Idee. Ich war auf der Suche, was Neues, was in Lindau nicht gibt. Und weil wir direkt am Bodensee auch liegen. Und dann deswegen bin ich in die Idee gekommen, etwas Sylt-Atmosphäre nach Lindau zu bringen. Und weil wir auch direkt am Bodensee sind. Auf der Karte stehen mediterrane Speisen, genauso wie Bodenseeweine und Fische. Bezug zur Region und ihren Einheimischen ist schon wichtig. Deshalb hat er für sein Restaurant einen bedeutsamen Namen für die wirtschaftliche Entwicklung in Lindau ausgesucht. Via Mala hat für Lindau sehr viel Bedeutung, und zwar im Mittelalter hat man, das hat italienische Flair mit zwischen Mailand und Lindau. Lindau-Boote hat man genannt, seine Seiten, und Reise hat 5 Tage gedauert. Und im Mittelalter waren Lindauer Geschäftsleute sehr, sehr, sehr schlecht beieinander. Und durch Via Mala durch könnten sie Korn und Salz und Korn verkaufen. Und dadurch haben sie sich wieder gerettet. Ja. Mhm. Dann ist das Restaurant so ein bisschen was wie ein Symbol für die Handelsfreiheit Lindau. So ist es, genau. Wenn Sie noch mehr tolle Plätze in Lindau entdecken wollen, ist das Magazin Lust auf Lindau ein guter Begleiter. Das gibt es online auf der Homepage der Schwäbischen Zeitung unter schwäbische.de/Lindau. Wenn Sie in den heißen Monaten nach ein bisschen Abkühlung suchen, dann müssen Sie sich gar nicht unter einem großen Baum verstecken, wie ich hier vor dem Restaurant Via Mala in Lindau. Wir haben auch ganz tolle kulturelle Angebote das ganze Jahr über. Besonders im Hochsommer laden die auch zur Abkühlung ein. Aktuell besonders empfehlenswert die Julius-Bissier-Ausstellung im Hagnauer Museum. Im hübschen ehemaligen Fischer- und Winzerdorf Hagnau werden regelmäßig bedeutende Künstler ausgestellt. Aktuell schmücken Werke von Julius Bissier die Räumlichkeiten im Hagnauer Museum. Der Maler hat von 1939 bis 1961 in Hagnau gelebt, gemeinsam mit seiner Frau Lisbeth. Auch sie war Künstlerin und fertigte Weberarbeiten. Kombiniert mit der abstrakten Kunst ihres Mannes sieht Vorstand vom Heimat- und Geschichtsverein Hagnau Rudolf Dimmeler in der Ausstellung eine bereichernde Vielfalt. Also wir haben ja sowohl Julius Bissier als Maler, auch seine Frau Lisbeth Bissier als Kunstweberin hier ausgestellt mit sehr schönen Werken beider. Künstler kann man schon sagen. Sie hat ja auch einen Kunstpreis in Baden-Württemberg bekommen für ihre Webarbeiten. Und insofern sind wir glücklich, dass wir so die Familie, wenn man so will, ausstellen können hier in Hagnau. Und in dieser Qualität, die enorm ist, hat uns selber überrascht. Wir haben Gott sei Dank vom Enkel der Bissiers und Pedro Rezzaporta vom Archiv in Ascona eine sehr schöne hochwertige Auswahl von Gemälden und Stoffen bekommen, die so schnell nirgends mehr zu sehen sein werden in der Region. Über 30 Gemälde von Julius Bissier und viele Kunsttextilien von Lisbeth Bissier sind aus dem Archiv in Ascona unter der Galerie Schlichtenmeier in Stuttgart nach Hagnau gekommen. Viele äußerst seltene Werke sind darunter. In Zeiten des Nationalsozialismus sich voll und ganz der Kunst widmen. Das war damals eine Seltenheit und weckte Unverständnis bei den Einheimischen. Die Lisbeth Bissier war immer hoch geachtet, weil sie eigentlich ja gearbeitet hat in, die,
in der schwierigen Zeit. Hagnow war damals noch ein reines Fischer- und Winzerdorf. Und die Leute, die waren natürlich auf der Landwirtschaft beschäftigt. Und wenn dann Julius Bissier, der ja in der Nazizeit ja als fast verfemteter Künstler dann betrachtet wurde und nachts seine Tuschen gemalt hat und tagsüber Tarnbilder, also realistische Bilder, die er dann der Polizei zeigen konnte, wenn die mal kamen und haben kontrolliert, dem Ortspolizist zum Beispiel, dann oder dann spazieren ging mit seiner Baskenmütze, ja, war nicht genau im richtigen Ort in dem Fall, weil hier wurde gearbeitet und nicht spazieren gegangen, am Hellewertig, wie wir sagen. Ne? Seit damals hat sich das Weltbild für Künstler und ihre Arbeitsweisen natürlich entwickelt. So schätzen wir heute die abstrakten Werke, für die Julius Bissier sicher auf so manchem Spaziergang durch das schöne Hagnow Inspiration schöpfte. Noch bis 4. Oktober sind abstrakte und textile Werke von Julius und Lisbeth Bissier im Hagnower Museum ausgestellt. Weitere Informationen gibt es unter hagnauer-museum.de. Sehen Sie gleich nach der Werbung bei uns im Programm. Von der Julius Bissier Ausstellung geht es weiter mit einem tollen Unternehmungsangebot für die ganze Familie. Strohtourradeln. Was das ist und warum besonders den Kleinen das Herz aufgeht, sehen Sie gleich. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Blickfang, das Bodensee-Magazin. Ja, das Rad ist eingepackt und die Vorfreude ist natürlich auch schon vorhanden. Ich möchte Ihnen eine Unternehmung mit dem Fahrrad vorstellen, bei denen die Kleinen garantiert jede Menge Spaß haben. Wenn Sie es manchmal ein bisschen langweilig finden, mit der Familie radeln zu gehen, völlig verständlich, oder? Kinder brauchen Action. Und beim Strohtourradeln kriegen Sie die. Da kann man nämlich schlafen im Heu. Schätze der Region mit Annalena Hieber. Präsentiert von der Edelweißbrauerei Fani, regionaler Marktführer bei Weizenbieren und Erfinder des Kristallweizen. Die Strohtour am Bodensee vereint zwei schöne Dinge: Radfahren und Landleben genießen. Verschiedene Heuhotels am Untersee sind fester Bestandteil der Strohtour. Wir starten heute am Zellkliehof in Ermatingen im Thurgau. Ich schließe mich Veranstalter Stefan Mink und ein paar Reisenden an. So wertvoll wie der Gemüseanbau für die Reichenauer ist für die Schweizer das Bewahren von echtem Landleben. Auf der Schweizer Seite haben wir ja insgesamt jetzt 3 Bauernhöfe, in denen man im Heu übernachten kann. Ist es so, dass die Schweizer da ein bisschen mehr Angebot haben als die Deutschen? Also Sie sagen es, in der Schweiz hat es eine lange Tradition. Das hat verschiedene Gründe. Erstens ist einfach die Ostschweiz zumindest einfach ländlicher geprägt. Dann geht es hin zu Problemen mit Gaststättenkonzessionen. Also in Deutschland gibt es dann relativ viel Bürokratie in dieser Hinsicht. Und ich sage mal, die Schweizer sind dann eher so ein bisschen naturverbundener, was das angeht, und ein bisschen zünftiger. Zur langen Tradition der Schweizer gehört auch Schlafen im Stroh. Und das bieten auch Bauernhöfe auf der deutschen Seeseite. Wir radeln weiter zum Sonnenhof in Radolfzell-Gütingen. Landwirtin Tabea Eichem empfängt uns auf dem Sonnenhof. Schnell wird klar, hier ist Landidylle kein aufgeblasenes Werbeversprechen, sondern es gibt sie wirklich noch. Wir erleben hier so richtige Heuromantik, wie man sich so vorstellt, wie es früher auf dem Land war. Seit wann habt ihr dieses Angebot? Jetzt so hier, dass man im Heu schläft, seit 1999.
Und wer kommt da so besonders gern? Hauptsächlich verliebte Pärchen oder eher Familien? Also hauptsächlich Familien mit Kindern, das ist schon Haupt. Aber es kommen auch viele Paare, ja. Es ist einfach schön, es lässt sich so toll mit Fahrradtouren verbinden. Da erlebt man dann einfach alles, so eine sportliche Radtour und dann doch noch etwas so wieder vom Bauernhof, weil es gibt es ja leider immer weniger, sage ich jetzt mal, dass es einen Bauernhof in der Nachbarschaft gibt. Und hier ist jetzt natürlich auch so jetzt nicht so ein gestellter Hof, sondern da erlebt man richtig, wie wird auf einem Hof gearbeitet, wie werden die Tiere versorgt. Ja, da ist so ein richtig. Das wäre nämlich meine nächste Frage, ja, weil Ferien auf dem Land ist ja richtig im Trend, wenn man so sagen will. Ja. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Höfe, da hast du halt dann einfach Umgebung, Land, aber Landwirtschaft oder eigener Anbau gibt es gar nicht. Ist bei euch nicht so, oder? Nee, also wir haben einen richtigen Milchviehbetrieb, einen laufenden, wo die Leute auch mit reinschauen können. Sie können beim Melken mit reinschauen, bei der Stallarbeit. Und dann noch ein großer Obstbaubetrieb. Ich meine, das ist jetzt im Sommer eher ruhiger, aber dann im Herbst sind hier richtig schön viel Äpfel bei der Ernte, ja. Und was ja auch so schön ist, außer Schlafen im Heu, auf einem Bauernhof gibt es natürlich auch immer Tierbabys. In unserem Fall jetzt 3 Wochen alte Kaninchen und die lassen wir uns ganz natürlich nicht entgehen. There ain't no honky-tonks in jail. Should've walked that straight and narrow trail. The whole town thinks that I have failed. Ain't no honky-tonks in jail. Ain't no honky-tonks in jail. So schön kann Landleben sein. Die Strohtour am Bodensee ist ideal für Familien mit Kindern im Kindergarten- oder Grundschulalter. Kälbern Fläschchen geben oder Heuschlacht spielen. Die Strohtour am Bodensee ist ganz bestimmt die urigste und charmanteste Radreise von Simon Mink. Die komplette Strohtour am Bodensee mit Übernachtungen in verschiedenen Heuhotels dauert 6 Tage. Weitere Informationen gibt es unter radweg-reisen.com. Ja, nach unserer tollen Radtour habe ich mich jetzt nochmal in unseren Strandkorb hier in Lindau gesetzt. Ein herrliches Ambiente, um den Feierabend ausklingen zu lassen. Ich freue mich, wenn Sie auch nächsten Freitag wieder mit dabei sind um 18.45 Uhr. Dann sehen Sie eines der schönsten Festivals bei uns in der Region, den Hohenbergsommer 2015. Bis dahin, machen Sie es gut.